den Rettern den Rücken stärken. Unter diesem Motto haben die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag geladen. Egal ob Feuerwehr, Notärzte oder technisches Hilfswerk, immer öfter werden engagierte Bürger mit beruflichen Nachteilen und fehlender Wertschätzung konfrontiert, so die sicherheitspolitische Fraktionssprecherin Eva Gottstein. Dann bemerken wir einen Stimmungswandel in der Gesellschaft. Der Respekt ist nicht mehr so groß wie früher, das müssen die teilweise schmerzhaft spüren. Und letztendlich merken wir aber auch ein Anspruchsdenken. Der Retter wird teilweise als der angesehen, Knopfdruck, und der kommt und der hat mir zu helfen. Demut und auch Dankbarkeit gegenüber ehrenamtlichen Helfern fehle. Dabei seien sie für unsere gesamte Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Rein volkswirtschaftlich könne es sich der Staat nicht leisten, auf die vielen freiwilligen Helfer zu verzichten, weiß Joachim Hanisch. Er ist der fachpolitische Fraktionssprecher für Rettungsdienste und Katastrophenschutz. Retter, vor allem ehrenamtliche Retter, sind unwahrscheinlich wichtig für unsere Gesellschaft. Wenn man sich überlegt, wie viele Hunderttausende von Stunden die Retter erbringen, ehrenamtlich, ohne dass sie bezahlt werden müssten, wäre das eine Aufgabe der Allgemeinheit, die man finanzieren müsste, wäre die Gesellschaft überfordert. Die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr seien in Bayern generell sehr gut. Allerdings wünscht sich Kreisbrandrat Johann Eitzenberger für seine Kameraden mehr Anerkennung von Seiten der Bevölkerung und der Politik. Ein Vorschlag wäre sicher, dass man überlegt, ob man nicht auch ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder zum Beispiel der Bahn, ob man das nicht ermöglicht. So wie es zum Beispiel in den USA gang und gäbe ist, dass eben weil das Bewusstsein da ist, dass man auf die Ehrenamtlichen angewiesen ist, dass die wie selbstverständlich, insbesondere die Feuerwehrleute natürlich, auch in New York die U-Bahn benutzen dürfen. Besonders wichtig bei dem freiwilligen Engagement sei auch die Motivation der Retter. Diese dürften nicht das Gefühl haben, in ihrer Arbeit behindert zu werden, erklärt der THW-Landesbeauftragte für Bayern, Dr. Fritz Helge Voss, vor den rund 80 Zuhörern. Vor Ort müssen sie in der Lage sein, auch helfen zu können. Und da ist es an der Politik, aber auch an der Gesellschaft, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und ich rede jetzt gar nicht von den großen gesetzlichen Rahmenbedingungen, ich rede von den gesellschaftlichen, dass man vor Ort zusammenarbeitet, dass man vor Ort den Helfern und Helfern es ermöglicht, dass die Arbeitgeber motiviert wären, werden die Helfer und Helfer auch für ihre Tätigkeiten dann freizustellen. Auf das Problem der Gaffer machte Dr. Alexander Siebel aufmerksam. Oft ist er selbst als Notarzt im Einsatz und ärgert sich darüber, dass Unfallorte häufig mit mobilen Stellwänden vor Schaulustigen gesichert werden müssen. Heutzutage sind Einsätze im öffentlichen Raum bei Verkehrsunfällen und auch anderen Unfällen häufig dadurch schwierig zu bedienen, weil es eine Menge Passanten gibt, die nicht nur den Hilfskräften im Wege stehen, sondern auch noch Bilder machen, die womöglich auf sozialen Medien in den sozialen Medien auftauchen. Und wir würden uns eigentlich wünschen, dass auch die Rettungskräfte in der Lage sind, wenn die Feuerwehr noch nicht oder gar nicht anwesend ist, einen Platzverweis auszusprechen. Die zahlreichen Anregungen der Experten wollen Eva Gottstein und Joachim Hanisch nun in ihre parlamentarische Arbeit aufnehmen. Denn die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Helfer erhalte auch in Zukunft jegliche Unterstützung der Freien Wähler.